Ewig gesucht und nun gefunden, die Jungformel. Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Ich stelle das Mikrofon mal etwas tiefer ein, sehe ich gerade. Meine Abonnenten kennen ja die Geschichte von Steffen und den 10 Mythen über das Älterwerden. Und auch wenn man nicht gleich in eine Depression fallen muss, wie das beim Steffen der Fall war, so ist das Altern für die meisten Menschen doch ein wichtiges Thema. Sonst würdest du das Video hier auch nicht anklicken. 80% der Alterungsprozesse sind nicht genetisch und konkret beeinflussbar von dir selber. Also scheiß auf die Opferhaltung und dieses Lamentieren über schlechte Gene und übernimm Verantwortung. Jeder möchte ein erfülltes und zufriedenes Leben haben und gesund altern, aber dafür musst du etwas tun. In diesem Video möchte ich ausgehend einer Analyse des Professor Christoph Bamberger dir in 5 kompakten Abschnitten die Jungformel vorstellen. Also wie du die Alterungsprozesse nach aktuellem Stand der Wissenschaft bestmöglich aufhalten kannst. Hier ist nichts besonders Esoterisches drin, das sind nur solide Fakten. Und um das Video kompakt zu halten und deine Zeit optimal zu nutzen, verzichte ich auch auf das Ausführen, was Alterserscheinungen überhaupt sind. Du willst so knackig und vital wie möglich sein? Willkommen zur Jungformel. G-Cup. G-Cup ist die Jungformel. Tschüss. Also, erstens. G. Geistige Verfassung. Eines der Grundbausteine deiner Gesundheit und damit natürlich auch ein Baustein eines gesunden Alterungsprozesses ist eine gute geistige Verfassung. G-Cup G. Dabei gibt es 3 Punkte, die du im Auge haben solltest. Erstens Einsamkeit. Zweitens Überforderung und drittens Schlaf. Das sind die 3 Faktoren, die Alterungsprozesse in Bezug auf die geistige Verfassung am meisten negativ beeinflussen. Wer einsam ist, stirbt nicht nur schneller, sondern ist auch unzufriedener. Und dabei geht es nicht einmal um eine konkrete Liebesbeziehung, sondern um das soziale Umfeld im Allgemeinen. Denn wer auf einen Partner und ein paar selektive Freunde baut, isoliert sich im Laufe des Lebens durch Anhaftung an diese Menschen selbst von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft und damit eben auch von der Energie, der stetigen Weiterentwicklung und der Dynamik des Lebens. Daher sollte man niemals aufhören, neue Menschen kennenlernen zu wollen. In unserer großartigen Welt der sozialen Vernetzung fällt das auch so einfach wie noch nie. Und diesen Punkt kannst du auch ganz, ganz einfach umsetzen. Du musst dir einfach nur, analog zu deinen Interessen, Gleichgesinnte suchen oder bewusst dich mit Menschen auseinandersetzen, die genau das Gegenteil von dem, was du als Interesse hast, je nachdem, wie du drauf bist, suchen. Und dann, gemeinsam das Leben zelebrieren. Überforderung ist der 2. Punkt. Innerhalb der geistigen Verfassung, Punkt 1 von GCAP, führt ein erhöhter Cortisolspiegel und damit die Bildung von freien Radikalen, oxidativem Stress und so weiter dazu, dass dein Körper über kurz oder lang von innen heraus aufgefressen wird. Überforderung kann man meiner Meinung nach auch einfach als Stress bezeichnen. Ich würde da jetzt keinen großen Unterschied sehen. Wie man Stress reduziert, dazu hast du als Abonnent dieses Kanals sehr, sehr viele kreative Ansätze im Laufe meiner Zeit schon kennengelernt, auf die du zugreifen kannst. Da einfach Videosuche. Der 3. Punkt ist Schlaf. Ausreichend Schlaf und damit eben auch Regeneration ist ein Jungbrunnen. Wer sich einen Beruf sucht, der nicht seinem natürlichen Schlafrhythmus entspricht, der wählt wissentlich den Weg der schnellen Alterung. Wir leben in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und gegenüber anderen Ländern wie Somalia, USA oder Äthiopien haben wir ein dichtes und komfortables soziales Netz. Der Schlaf ist ultra wichtig, ultra wichtig. Und wenn du auf Kosten von Produktivität oder Opferhaltung denkst, du müsstest einer mechanischen Scheibe mit 2 Zeigern überlassen, wann du aufstehst, anstatt einfach die Augen dann zu öffnen, wenn sie von alleine aufgehen, dann bist du biologisch schon mit 40 ein Opa, da deine Telomere verkürzt sind. Generell kann ich dir nur dringend das Video zu Telomerasen empfehlen, weil aus dem theoretischen Konstrukt des Alterns, was wir alle so mit uns rumtragen, ein visueller und nachprüfbarer praktischer Ansatz entsteht. Gib einfach Telomere oder Telomerasen bei YouTube ein und mein Video und vielleicht auch andere tolle Videos, das soll da auf einen der ersten Plätze sein und dein Start in diese
Recherchearbeit. Okay, Jungformel, Teil 1 von 5 beendet. Geistige Verfassung durch ausreichend Schlaf, soziale Kontakte und Stressreduzierung. Das ist ganz wichtig. Das ist nichts Vages, das ist wichtig. G-Cup. G hat man ernährt. Hat man ernährt, ja. G haben wir abgehandelt. E, Ernährung. Okay, das ist jetzt nicht überraschend, aber es gibt auch ganz spezielle Punkte innerhalb der Ernährung, die für das Altern eine große Rolle spielen. Omega-3-Fettsäure ist das Erste. Ganz klar schützen diese unser Gehirn und das Herz und sind für einen gesunden Alterungsprozess auch innerhalb der Arterien eines der wichtigsten Nährstoffe. Daher ist es sehr, sehr wichtig, gerade in Relation zu den Omega-6-Fettsäuren auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Nein, Fisch haben nicht die besten Omega-3-Fettsäuren. Sie sind nicht besser, weil sie schon in einer fertigen Form vorliegen. Genau das ist der Nachteil, da der Körper sie nicht aus dem Ausgangsprodukt bilden muss selber. Er nimmt einfach eine Form, die der Fisch für sich gebildet hat. Und gleiche molekulare Struktur bedeutet eben nicht automatisch gleiche Wirkung. Na? Frag den Chemiker deines Vertrauens, er will dir erklären, warum. Oder mein Video zu den Omega-3-Fettsäuren anschauen. Sehr, sehr tolles Video. Neben den Omega-3-Fettsäuren ist für den Alterungsprozess auch eine entzündungsarme Ernährung sehr, sehr wichtig. Also weglassen jeglicher tierischer Produkte. Das kann man sehr schnell abkürzen. Dritter Punkt innerhalb der Ernährung wäre, den Anteil an Ballaststoffen zu erhöhen. Auch hier spare ich mir aufgrund meines sehr guten Videos zu Ballaststoffen einfach die Details. Ich will es kompakt halten. Generell, wenn es ein Thema gibt, was dich interessiert und was du möglichst neutral und wissenschaftlich dargestellt bekommen willst, dann nutz einfach mal meine Kanalsuche. Das ist so ein wichtiges Instrument. Ich bekomme manchmal Fragen und sage, hey, was sagst du da und da? Warum nicht eingeben, Hoher Spirit und das Thema? Oder direkt auf dem Kanal. Gerade bei Ernährungsthemen kann man sich stundenlang wunderbar, völlig sinnbefreit bei YouTube aufhalten und Dogma gegen Dogma beobachten. Eine Suche auf dem Kanal verhindert dies, also auf meinem Kanal. Zumindest, ja, wenn du das so glaubst. Ich glaub's. Die Ernährung lässt sich, was das Altern angeht, auf folgenden Ansatz runterbrechen, um das Maximale aus deinem Leben rauszuholen. Pflanzlich, mit hohem Ballaststoffanteil und achte auf die Omega-3-Fettsäurequellen. Und das ist einfach umzusetzen. G-Cup, geistige Verfassung, Ernährung. Und drittens K, Kreativität. Wer immer wieder in denselben Strukturen verharrt, das hast du schon bei dem sozialen Umfeld in Punkt 1 kennengelernt, altert nach Ansicht der Wissenschaft schneller und intensiver. Und das ist nichts Gutes. Kreativität und das damit verbundene Ausbrechen aus Komfortzonen, das ist ein beständiger Jungbrunnen. Auch wenn man einfach mal plastisch dieses Jung und Alt an Lebenskonzepten visualisieren möchte, dann denkt man automatisch, wenn man so an Jung denkt, ja, Menschen, die aktiv sind, Menschen, die kreativ sind und die viele verrückte Dinge tun. Verrückt deshalb, weil sie nicht der Norm entsprechen. Was wiederum in einem vorgestellt imaginierten Bild eines alten Menschen kaum vorkommt, dieses Verrücktsein. Man sieht einen gesetzten, gleichförmigen, ruhigen Alltag. Man ist zur Ruhe gekommen. Ja, man ist alt geworden. Man kann aber wunderbar innere Ruhe auch finden, während man aktiv und kreativ ist. Künstler, wenn sie im Flow sind, sind ruhig, aber kreativ. Und genauso kann man nach außen apathisch wirken, während man innerlich total zerrissen und unzufrieden ist. Das Ausbrechen und das Anderssein, was mit Kreativität verbunden ist, hält vital. Und das Ausbrechen bedeutet auch kein zwanghaftes Ausbrechen, weil Zwang eben genau das Gegenteil ist. Man ist gezwungen. Ich kann mir die Zeit nehmen und eine neue Sprache lernen, weil ich Bock drauf habe und damit ausbrechen und kreativ sein. Oder ich bin gezwungen, weil ich es muss, in der Schule zum Beispiel. Kreativität, von der hier gesprochen ist, kommt aus dir und kann auch alle Formen annehmen. Und gerade Lernen ist ein kreativer Akt, weil du in deinem Gehirn unterschiedliche neue neuronale Netze kreierst. Versuch dein Leben lang zu lernen, egal was du lernen willst und egal wie alt du bist, und du wirst den Alterungsprozess verlangsamen. Bleibst du stehen und lernst nichts mehr neu, dann stirbst du zusammen mit dem alten Wissen, was du bisher angehäuft hast, einfach weg. Willst du im Flow des Lebens sein, musst du dich immer weiterbilden, du musst in der Energie schwimmen. Milch ist gesund, wir müssen unsere Grenzen stärken, oder Frauen sind emotionaler, ja.
viel Spaß bei diesen Aussagen und verharren im Alterungsprozess. Die Neugier ist nicht umsonst eines der prägendsten Elemente der Kindheit. Sie ist quasi der Grundmotor der eigenen Jugend. Neugier, Faszination, Forscherdrang. Hört man auf, neugierig zu sein und beharrt auf Standpunkte und interessiert sich nicht für alternative Ansichten, sondern tut das einfach ab, dann rast der Zug des Alterns schneller und ja, man erreicht die Endstation doch um einiges eher. Zur Kreativität zählt auch, dass man mal Ja sagt, wenn man eigentlich Nein sagt. Oder mal Nein, wenn man Ja sagt. Einfach mal Dinge anders machen. Einfach mal anders agieren. Du kennst ja mein damaliges Video mit dem Arsch an die Wand springen, oder? Wenn nicht, Kanalsuche. Probier dein Leben lang Dinge aus und du suggerierst deinem Körper Frische und Vitalität. Und Altern verzögert sich auch biologisch massiv. Und sei souverän dabei. Menschen versuchen chronisch ihre eigenen Probleme auf dich abzuladen. Wenn dir jemand sagt, boah, du bist ja total unreif. Du hast es zu nichts gebracht und du verhältst dich einfach noch wie ein Kind. Werd doch mal erwachsen. Ja, dann akzeptier das. Aber denk nicht darüber nach. Hör auf, dass du dich von anderen ändern lassen willst und hör auf, dich zu erklären. Das bedeutet Stress. Wenn du das immer wieder machst und wie wir aus Punkt 1 erfahren haben, deine geistige Verfassung, schwächt das dein Körper. Punkt 3, sei kreativ und brich aus. Das hält jung. G-Cup. G-Cup. Attraktivität. A. Wie Samu. Attraktivität. Die Attraktivität ist das von außen wahrgenommene Erscheinungsbild eines Menschen. Wenn jemand viele innerliche Konflikte hat und wenn dieser Mensch großen Stress ausgesetzt ist, dann wird man ihm das auch an der Kleidung oder an der Haut oder generell am Erscheinungsbild ansehen. Wahrscheinlich. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ne? Wenn jemand traurig wirkt, dann wirkt es auch unattraktiver, als wenn jemand Positivität und Zuversicht ausstrahlt. Siehe dazu auch mein Video, wie du deinen Traumpartner für dich gewinnst. Das Tolle daran ist, an diesen Zusammenhängen Attraktivität und ja, innerliches Alter, dass das alles auch umgekehrt funktioniert. Wenn du dich um dein Äußeres, also deine Attraktivität kümmerst, dann steht das in Wechselwirkung mit deiner inneren Schönheit. Daher werde ich für mich persönlich in einem Jahr auch wieder meine Dreads dran machen, weil ich mich schöner fühle. Und daran erkennst du, es geht um dich. Du musst dich schöner fühlen. Mach dich hübsch. Rasier dich nicht, weil es deine Frau von dir erwartet, sondern dann, wenn du dich schöner fühlst. Und wenn du einen Bart tragen willst, mach's, wenn du dich schöner fühlst. Ne? Und das musst du alles für dich entscheiden. Schönheit, bitte nicht am Schönheitsideal festmachen von anderen, sondern das, was für dich Schönheit und Pflege bedeutet, was dir gut tut. Ne? Aber es gibt auch ein paar grundsätzliche Sachen. Regelmäßiges Waschen gehört definitiv zu dem Punkt Attraktivität dazu. Mindestens einmal waschen pro Tag, entweder duschen oder baden. Gerade im alternativen Sektor kursieren Glaubenssätze wie, der Körper, der reinigt sich schon von selber. Nein, nein, wir sind dafür konzipiert, dass wir in der Natur leben und nicht hier in einem Bunker. Und da gehört der Regen oder das Planschen in Flüssen oder in Seen, das gehört da einfach dazu. Aber auch das andere Extrem, übertriebene Hygiene und Sauberkeit, ist gefährlich, da wir so unser Mikrobiom kastrieren. Dazu habe ich vor kurzem, oder werde in Kürze, je nachdem wann das Video rauskommt, ein Video veröffentlichen, wo anhand neuer Studien klar aufgezeigt wird, wie wichtig Viren und Bakterien für unsere Gesundheit sind und wie sehr wir uns schaden, wenn wir ja, sowohl unseren Körper als auch unsere Wohnung mit zu viel Sauberkeit ausstatten. Q10 im Übrigen spielt, was Attraktivität angeht, eine sehr große Rolle. Da ist es auch in vielen Beauty-Produkten und in ja, generell Beauty-Produkten da enthalten. Ich nehme Q10 zwar aus anderen Gründen, aber finde es natürlich cool, dass mich Q10 auch schöner macht. Und ja, achtet bei Q10 allerdings darauf, dass es auch unvegane Produkte gibt, die dann die Effekte von Q10 durch zum Beispiel Gelatine in den Kapseln oder was auch immer da drin ist, wieder teilweise aufheben. Also, weil ich hatte ja schon gesagt, tierische Produkte sorgen eben für eine schnelle Alterung und entsprechend sorgt dafür, dass ihr was Veganes kauft. Ich habe euch mal das Q10 verlinkt, was ich derzeit nutze im Rahmen meiner Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung. G-Cup. Fehlt noch das B. Jungformel. G-Cup. B. Und das B ist etwas, was die meisten Menschen, für die meisten Menschen das am schwersten umzusetzende Ding ist. Aber für die Alterung ist das so immens, so unglaublich umfassend wichtig. Die
Bewegung. Halt, stopp, nicht übergehen diesen Punkt. Nicht übergehen. Ich weiß, ich habe schon viele Videos darüber gemacht, aber ich werde niemals aufhören, diesen Punkt immer wieder in deinen Kopf zu prügeln. Zu prügeln. Es ist extrem wichtig, weil er unterschätzt wird, aber chronisch unterschätzt wird. Nur um das kompakt mal zu halten. Unsere Natur ist darauf ausgelegt, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind. Das ist unsere Natur. Rumsitzen, das existiert allenfalls beim Essen oder beim Schlafen, beim Liegen, ja, oder beim Kacken. Ansonsten bewegen wir uns normalerweise. Jede Bewegung bringt Vitalität in unseren Körper. Wenn wir sterben, dann bewegen wir uns nicht mehr. Wenn wir uns bewegen, dann zeigen wir dem Körper, hey, wir leben. Einfacher kann man es nicht auf den Punkt bringen. Natürlich gibt es sehr viele konkrete Punkte, die wir dann herausfinden können, wie die Wadenpumpe, die ich in meinem Video über die ungesündeste Körperhaltung unseres Lebens dargestellt habe und was natürlich schon einiges auslöst bei den meisten Menschen. Oder ja, Kreislaufaspekte in Herz und Hirn, die durch Bewegung an Bedeutung gewinnen. All die Dinge. Mal so ein Bam an Latz geknallt. 10.000 Schritte, das gilt als wissenschaftlich absolutes Minimum, um halbwegs aktiv unterwegs zu sein. Und das ist eine Menge. Das ist eine Menge, 10.000 Schritte. Zumindest, wenn man berufsmäßig diese Bewegung nicht hat. Je nach Schrittlänge sind das zwischen 7 und 10 Kilometer, die man den Tag laufen muss. Als Äquivalent kann man sagen, so 1-2 Stunden Radfahren oder eine Stunde ausgelassenes Tanzen oder auch eine Stunde aktiv schwimmen. Aber das reicht noch nicht, denn gerade was das Altern angeht, und das passiert so ab 30 signifikant, gibt es was so richtig abfuckt. Und das ist unsere Muskeln. Die brauchen viel mehr Input, um sich zu erhalten. Kraftsport ist ein Muss für eine gesunde Alterung. Jeden Tag 5 bis 15 Minuten reichen nach aktuellen Forschungen schon aus. Aber das muss man machen und zusätzlich zur Bewegung. Und dabei muss man auch intensiv vorgehen und an die Belastungsgrenze gehen. Und das täglich. Das ist schon echt eine große Sache und dabei sollte man idealerweise ab 30 auch auf zusätzliche Gewichte verzichten wegen dem Verletzungsrisiko, sondern nur Bodyweight, also Körpergewichtsübungen machen. Außer man will Mr. Universum werden, aber... Und denkt auch daran, dass man alle Muskelgruppen bedient. Insbesondere Rumpfübungen zur Stabilität sind quasi die Basis und dann kann man ja mit den Armen und Beinen noch weitermachen. Da könnt ihr euch ja, gibt es genug Videos, wo ihr euch das reinziehen könnt, aber... Das ist echt so ein Hammer-Ding, so diese Bewegung und den Kraftsport in seinen Alltag zu integrieren. Mir fällt das immer noch unglaublich schwierig, zumindest die Bewegung. Der Kraftsport, den habe ich täglich drin, endlich, seit bestimmt ungefähr einem Jahr. Aber jeden Tag 7 bis 10 Kilometer laufen zusätzlich zu seinem normalen Alltag, der bei mir, ja, nicht jeden Tag damit geprägt ist, dass ich einen Spaziergang mache, sondern ich eben tatsächlich oft einfach bei Menschen sitze, mich mit Menschen unterhalte und viel geistige Arbeit mache, also auch Recherche und ja, Videos, das ist ja alles nichts wirklich, wo ich mich bewege. Da konnte ich mal hier ein bisschen hin und her tanzen. Deswegen bewege ich mich auch in letzter Zeit so viel mache ich aus einem anderen Grund, weil es mir einfach gut tut und meine Vitalität und meine Lebensfreude einfach ich auch zum Ausdruck bringen möchte. Und das ist mir scheißegal, wenn die Leute sagen, du hampelst ja rum wie eine Stewardess oder wie Gebärdensprache. Und na, da sind wir wieder bei dem Punkt eigene Schönheit oder Selbstbewusstsein. Und da möchte ich einfach mal, ja, so wie ein Kind oder wie auch immer, wie War Spirit, einfach sein, wie ich bin. Und es macht mir einfach tierisch Spaß. Und manchmal habe ich auch ruhige Phasen und rede auch nicht so kompakt und habe mir das nicht vorbereitet. Hier steht immer genau da, was ich sage, was ich mir vorher für Punkte aufgeschrieben habe. Also es ist nicht alles in meinem Kopf, sondern es ist alles erarbeitet. Ja, gut. Aber jetzt sind wir schon fast thematisch bei War Samu. Und das wollen wir ja nicht. Dann müsst ihr den anderen Kanal abonnieren. War Samu, den persönlichen Kanal. Da rede ich meist ruhiger. Alles Liebe. Schönen Tag.